Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Modellbau-Hobbyshop. Schaut rein. Heute, wie wir sehen, geht es um den Jagdpanzer Ferdinand, dem Sonderkfz 184 und dem Strabotran-Kran 16 Tonnen der Firma Amusing Hobby. Bausatz ist 2 in 1. Wir haben also sowohl den Fries-Strabokran 16 Tonnen sowie den Jagdpanzer Ferdinand. Sogar mit Full Interior im Angebot. Die Erstauflage des Bausatzes beinhaltet sogar wieder ein Metallrohr. Der Bausatz ist unter der Nummer 35A030 erhältlich, ist im Maßstab 1 zu 35. Ein bisschen vorweg, der Strabokran wird geliefert mit 14 Spritzlingen sowie einigen Extrateilen, zum Beispiel ein paar Ketten. Ein Nachteil im Gegensatz zu dem Strabokran von der Firma Tacom lässt sich dieser leider nur in der aufgebauten Variante darstellen. Der Ferdinand mit seiner vollen Inneneinrichtung besitzt 24 Spritzlinge, hat eine bewegliche Einzelgliedkette oder wer dieses nicht möchte, hat ebenfalls eine Vinylkette dabei. In der Erstauflage ein Alurohr. Es sind dabei Metallfedern und einige Kettchen. Die Metallfedern sorgen dafür, dass die Federung auch funktionsfähig ist. Der Bausatz sollte ursprünglich im Dezember 2018 erscheinen. Da aber die Firma Amusing Hobby neue Daten bekommen hat und die Inneneinrichtung somit noch einmal überarbeitet hat, ist es dann jetzt im September 2019 endlich soweit, dass dieser Bausatz erscheint. Der Bausatz wird oder beide Bausätze werden in 54 Baustufen gebaut. Für den Ferdinand legen 8 Dikel sowie Bemalvorschläge bei und der Bausatz ist bei uns im Shop für 65,95 zuzüglich Versandkosten erhältlich. Schauen wir uns doch jetzt einmal den Karton ein bisschen genauer an. Wir haben hier ein sehr schön dargestelltes Deckelbild, wo einige Arbeiten an einem Ferdinand vollzogen werden. Ich kippe den Karton mal. Das kann sein, dass es jetzt ein wenig eng wird unter der Kamera, denn wir haben ein Kartonmaß von Länge 40 mal Breite 26,5 mal Höhe 20 cm. Hier sehen wir den Ferdinand einmal, wie wir ihn später im Bausatz haben. Ein bisschen Inneneinrichtung. Auf den Seiten haben wir einmal das Deckelbild nochmal abgebildet. Ich versuche dieses auch kurz darzustellen. Und die nächste lange Seite zeigt uns schon einmal die verschiedenen Bemal- und Lackiervarianten. Hier zumindest schon mal 3 Stück. Aber wir wollen uns ja nicht mit dem Karton lange aufhalten. Schauen wir doch einmal in den Karton. Dazu lüfte ich erstmal den Deckel und wie wir auch schon von der Firma Ryfield gewohnt sind, solche großen Kartons auch gefüllt zu haben, haben wir auch dieses. In diesem Fall, der Karton ist wiederum, ich halte ihn mal ein wenig schräg, auch wieder randvoll gefüllt. Aber schauen wir uns als nächstes die einzelnen Spritzlinge einmal genauer an. Beginnen werden wir jedoch zuerst einmal mit jeder Menge Papier. Wir haben hier zwei Bausätze, somit zwei Bauanleitungen. Ich werde mit der Bauanleitung des Frieskranes beginnen. Hier sehen wir ihn einmal in aufgestellter Variante mit Bausatznummer, ein paar Sicherheits- und Warnhinweisen sowie den Piktogrammen, die einmal etwas verdeutlicht werden.
Kommen wir weiter. Hier haben wir auf der ersten Seite einen Überblick über die enthaltenen Spritzlinge sowie auch den Satz Nassschiebebilder. In diesem Fall haben wir hier ein Nassschiebebild. Und dann geht es auch schon los mit der Krantraverse. Hier wird der Schlitten für den Kran gebaut, sowie die Seile angebracht, dass dieses auch beweglich ist. Traverse wird weiter zusammengebaut. Die Bauschritte sind sehr schön eng gehalten. Das heißt, wir verbauen nicht sehr viele Teile pro Arbeitsschritt, sodass es relativ einfach zu handhaben ist. Hier werden die Stützen bzw. die Räder gebaut. Und die Zusammenführung der Traverse sowie der beiden Stützen. Und nach Arbeitsschritt 29 haben wir den Kran fertiggestellt. Hier gibt es nur eine Farbvariante, die dargestellt ist in Sandgelb. Kommen wir jetzt zu dem Bausatz des Ferdinands. Hier auch wieder das Deckelbild sowie die Bausatznummer, Sicherheitswarnhinweise, Erklärung der Piktogramme. Da es sich hier um einen Bausatz mit Inneneinrichtung handelt, haben wir hier ein paar mehr Spritzlinge. Hier das Ganze über zwei Seiten verteilt. Und dann geht es auch schon los mit der Inneneinrichtung. Sowie dem Motor, den Generatoren. Fahrersitz. Alles sehr schön detailliert dargestellt. Dann folgt der Bau des Motors. Hier handelt es sich um einen Maybach-Motor. Zwei Stück sollen davon erstellt werden. Weitere Inneneinrichtung wird eingebaut. Inneneinrichtung nimmt natürlich sehr viel ein. Geht über die nächsten Seiten so weiter. Und dann starten wir auch schon mit dem Bau der Abdeckung, der oberen Abdeckung. Hier in diesem Fall Abdeckung vom Fahrer und Funker. Dann im nächsten Arbeitsschritt werden die Laufrollen erstellt, genauso wie die Antriebs- und Leitrollen. Danach erfolgt der Zusammenbau der Aufhängung. Hier sehen wir auch den Einbau der Federn. Weitere Einrichtungsteile werden verbaut. Kommt es weiter zum Aufbau. Auch hier diverse Inneneinrichtungsteile, die angebracht werden. Auch sehr detailliert dargestellt das Ganze. Warum, können wir im späteren auch nochmal sehen, wenn wir uns die Teile genauer angucken. Hier werden Luken angebracht. Ketten. Hier auch wieder eine Bauhilfe für die Ketten dabei. Auch genannt, wie viele Kettenglieder wir pro Seite benötigen.
hintere Anbauten sowie weitere vordere Anbauten. Und hier auch nochmal im Maßstab 1 zu 1, wie lang denn das Seil sein muss für das Abschleppseil. Und einmal eine Übersicht, wie denn der Bausatz hinterher aussieht. Hier haben wir eine Angabe der Farben der Firma Amorf-Mik. Die haben wiederum die Bemalvorschläge ausgearbeitet. Hier haben wir dann einmal das Ganze, wie denn der Innenausbau aussieht. Wobei wir mit den messingfarbenen Hülsen aufpassen müssen. Messing war knapp. So, hier geht es dann noch weiter, dass wir auch den Rest der Inneneinrichtung noch einmal farblich dargestellt haben. Auch dieses sehr schön gemacht. Weiter geht's. Hier nochmal in der Erstauflage der Zusammenbau für das Metallrohr. Und als nächstes haben wir ja gesagt, wir haben 8 Bemal- und Dikelvorschläge dabei. Größtenteils sind es Kurslackierung. Hier auch, wie gesagt, die Farbangaben ausgearbeitet von der Firma Amorf-Mik. Leider keine genaueren Angaben zu den Fahrzeugen vorhanden. Diese müsste man dann versuchen, selber noch einmal herauszufinden. Hier einmal eine in komplett dunkelgelb lackierte Variante und ansonsten gelb-grüne oder gelb-grün-braun Varianten. Aber genug jetzt mit dem Papierkram. Jetzt werden wir uns einmal die einzelnen Spritzlinge anschauen. Beginnen werden wir mit dem Strabokran. Als erstes haben wir von der Traverse ein gegossenes, einteiliges Stück. Dieses ist im Gegensatz zu dem Tacom-Bausatz auch sehr schön, dass wir das als einteilig haben. Insofern erleichtert es uns die Arbeit doch erheblich und auch dieses Teil ist sehr schön gegossen. Wir haben so gut wie keine Auswurfmarken, die sichtbar sind, ganz minimal, die leicht zu verschleifen sind. Wir haben einige Nieten, die zu sehen sind. Das ist auch sehr schön gemacht. Wir haben auch ein paar Schweißnähte. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das Ganze einfangen kann. Ich versuche es noch einmal. Der Fokus mitspielt. Ein paar Auswurfmarken sehen wir hier schon noch oder Angusse. Aber auch das Verarbeiten ist nicht gerade das Problem. Kommen wir nun zu den nächsten Teilen. Diese liegen uns viermal bei. Da wir ja auf beiden Seiten des Kranes die Stützen haben. Hier sehen wir schon mal einen Teil der Stütze. Sowie die eigentlichen Stützen selber, die dann zwischen den Rädern und der Traverse angebracht werden. Auch hier sehr schön gegossen. Wir haben hier auch wiederum keine Fischhaut, keine Grate, keine gravierenden. Wir haben minimale Angussstücke beziehungsweise Auswurfmarken. Diese sind aber leicht zu versäubern. Auch hier sehr schöne Details gegossen. Dann haben wir als nächstes zweimal vorhanden diese, ja, in dem Sinne Aufhängung für unsere Achse. Auch hier sehen wir sehr schöne Details. Auch sehr detailliert gemacht das Ganze. Auch hier wiederum keine Auswurfmarken,
keine Gerade. Auch sehr schön. Der nächste Spritzling befasst sich wieder mit Teilen für die Traverse. So wie hier außen haben wir die Laufkatze. Auch diese sehr schön gegossen. Auch hier wiederum keine Gerade oder unnötige Auswurfmarken. Dann haben wir am gleichen Spritzling, auch hier haben wir wieder Teile, die im Slide-Mold-Verfahren hergestellt worden sind, auch sehr schön dargestellt. Wir haben hier schöne Zahnkränze, die sehr fein hergestellt sind. Eine super Arbeit. Dann haben wir hier eine dargestellte Rolle für das Stahlseil sowie auch den Haken. Auch der ist sehr schön dargestellt. Ich drehe das Ganze nochmal um. Auswurfmarken, Angüsse im inneren Bereich. Diese werden wir später dann nicht mehr sehen. Auch sehr schön gemacht. Dadurch, dass wir zwei Achsaufhängungen bzw. zwei Stützen haben, liegt uns der nächste Spritzling auch wieder zweimal bei. Einen werde ich davon mal wieder etwas genauer zeigen. Hier haben wir, wie gesagt, die Drehgrenze für die Stütze. Hier haben wir unsere Achse auch hier. Ich komme ein wenig dichter ran. Sehen wir sehr schön die dargestellten Nieten und sehr schöne Details. Wiederum keine unnötigen Auswurfmarken. Keine Fischhaut zu sehen. Sehr schön. Auch beim nächsten Spritzling handelt es sich um einen, der wiederum mehrfach vorhanden ist. In diesem Fall viermal. Hier geht es um die Räder. Die Räder sind dreiteilig aufgebaut. Wir haben also die beiden Flanken, ein Innenteil. Hier haben wir wiederum die Flanken. Diese weisen eine sehr schöne Struktur auf, sind auch mit Herstellerangaben gedruckt. Also auch dieses ist sehr schön gemacht. Wie das natürlich nachher nach dem Zusammenbau ist, das müssen wir uns dann anschauen, ob da größere Arbeiten vollzogen werden müssen oder nicht. Aber auch hier haben wir Kleinteile, die sehr schön detailliert hergestellt worden sind. Vorsichtig beim Heraustrennen bei den Kleinteilen. Hier haben wir auch Handräder zum Beispiel. Weitere feine Details. Auch hier haben wir die Schäkel nochmal. Wiederum Teile über Slide-Mold-Verfahren hergestellt. Grad wiederum minimal. Wieder eine hervorragende Arbeit. Als nächstes haben wir dann noch für den Strabokran das Nassschiebebild mit Baujahr Fries Frankfurt Main, 16 Tonnen Tragkraft, sehr schön zu lesen. Wir haben einen minimalen Rand, also sehr randscharf gedruckt das Ganze, sehr schön. Weiterer Bestandteil des Strabokrans ist eine sehr feine Kette. Auch diese sehr schön. Dann haben wir noch einen Metallring dabei sowie ein Nylonfaden, der für die Laufkatze oben für die Bewegung da ist. Ja, das war es dann jetzt mit den Spritzlingen des Strabokrans. Also kommen wir jetzt direkt weiter und schauen uns die Spritzlinge des Ferdinands an. Wir starten mit dem größten Spritzling. Dieser ist zweimal vorhanden. Dieser ist für die Laufrollen und die Leit- bzw. Antriebsrollen vorhanden.
Diese sind auch sehr schön detailliert dargestellt, wie wir sehen. Sehr schöne Nieten und Schrauben vorhanden. Dann haben wir die Aufhängung. Auch hier sehen wir sehr schöne Details. Auch die Feinteile sehr schön hergestellt. Die Kauschen auch wieder im Slide-Mold-Verfahren hergestellt, sodass wir dort das beiliegende Seil mit einfügen können. Dann haben wir hier einen sehr schön hergestellten Unterlegklotz. Sehr schöne Holzstruktur sowie Werkzeug. Auch hier sehen wir keine Fischhaut, so gut wie keine Gerade. Sehr schöner Spritzling auch in diesem Fall. Weiter geht's mit dem nächsten Spritzling. Hier haben wir die Kettenabdeckung. Ein sehr schön angedeutetes Riffelblech von der Struktur her zu sehen. Dann haben wir hier noch weitere Anbauteile. Auch hier haben wir eine raue Stahlstruktur, die wir hier sehen können. Auch dieses ist sehr schön gemacht. Dann haben wir ein einteiliges Kanonenrohr in der Plastikvariante. Wie gesagt, in der ersten Ausgabe oder in der ersten Auflage ist ein Aluminiumrohr enthalten. Hier haben wir dann die Mündungsbremse. Diese ist dreiteilig und auch im Slide-Mold-Verfahren hergestellt. Slide-Mold-Verfahren, Formen, die gegeneinander verschoben werden können, um einen höheren Detailgrad zu erzielen. Auch hier sehen wir wiederum keine Auswurfmarken dort, wo sie nicht hingehören. Sehr schön. Das nächste, was uns denn beiliegt, sind schon mal die ersten Kettenglieder. Ich hole diese mal ein wenig dichter heran. Die bestehen aus zwei Teilen. Dieses ist auch wiederum sehr schön gegossen. Es soll sich hierbei um eine bewegliche Einzelgliedkette handeln. Schauen wir uns das einmal an, wenn wir denn tatsächlich den Bausatz gebaut haben, ob es denn auch so funktioniert, wie es versprochen wird. Aber auch die Kettenglieder sehen sehr gut aus. Nimmt uns ein weiterer Beutel mit Kettengliedern, ebenfalls in vierfacher Ausführung bei. Hier haben wir dann auch die Montagehilfe für die Ketten. Ansonsten die Ketten genau wie die eben bereits gezeigten. Zwei Angussstücke, die zu versäubern sind. Das ist also auch nicht viel. Und auch an geraden Stellen angebracht. Sehr schön. Beim nächsten Spritzling haben wir hier wiederum einige aufgeschraubte Panzerungen. Auch hier sehr schön die Verschraubung zu sehen. Wir haben Lukendeckel, die auch sehr schön dargestellt sind. Weitere Anbauteile. Hier haben wir zum Beispiel noch Pistolenluken, die Beleuchtungseinrichtung. Weitere feine Anbauteile, Wagenheber, S-Haken zum Abschleppen, einige Werkzeuge, die wir dann noch hier haben, ein weiterer Unterlegklotz, auch hier wieder eine schöne Holzstruktur, Armaturen für den Funker, weitere Bordwerkzeuge, auch dieses alles sehr schön hergestellt. Auch hier sehen wir wieder eine rauere Gussstruktur. Auch sehr schön. Ja, Auswurfmarken auf der Rückseite, so dass wir diese nicht sehen oder es relativ einfach haben mit der Verarbeitung.
Sehr schön. Und nochmal ein weiterer Spritzling, der uns in doppelter Ausführung beiliegt. Hier haben wir zum Beispiel Fahrer- und Funkersitz. Ich fange jetzt gleich mal mit der Rückseite an, weil hier schon sehr schöne Details zu sehen sind. Hier haben wir die einzelnen Federn vom Sitz zu sehen. Dann haben wir hier wiederum im Slide-Mold-Verfahren hergestellte Teile. Auch sehr schöne Struktur dort. Dann drehe ich das Ganze jetzt noch einmal genau einmal um, sodass wir uns die andere Seite nochmal ansehen können. Hier haben wir einmal den Motor, einen der beiden Motoren. Wie gesagt, deswegen der Spritzling liegt uns zweimal bei. Weitere Einrichtung für den Funker. Dann haben wir hier einen, wie ich finde, sehr schön dargestellten Sitz sowie einige Lüfter, Antriebsriemen bzw. Keilriemen vom Motor. Auch sehr schön. Ein weiterer Spritzling liegt bei. Hier haben wir ein paar Munitionshülsen. Dann haben wir Teile für die Wiege des Kanonenrohrs. Auch hier sehr schöne Details aufgegossen. Für die Aufhängung auch hier die Feder sehr schön dargestellt. Sowie im Innenraum. Auch schöne Details. Auch hier wiederum kein Grat bzw. ein ganz Minimalgrat, der leicht zu verarbeiten ist. Auch wiederum sehr schön. Schauen wir uns doch die nächsten Spritzlinge an. Auch dieser Spritzling liegt uns wiederum zweimal bei. Hier haben wir weitere Munitionsgeschosse oder beziehungsweise Geschosse sowie schöne weitere Anbaudetails. Wir haben hier nochmal wieder Seilkauschen sowie Schäkel, auch diese sehr schön gegossen. Weitere Radkränze, auch hier sehr schöne Details. Sechskantschrauben, auch wirklich als Sechskantschrauben erkennbar. Auch wiederum sehr schön. Wir sind aber immer noch nicht am Ende. Es gibt noch weitere Spritzlinge. Dann haben wir noch einen Spritzling. Hier wiederum Innenausbauteile, so wie wir hier sehen, sehr schön gegossene Leitungen. Davon gibt es einige mehr. Hier haben wir unsere zwei Generatoren, jeweils rechts und links am Spritzgussast. Auch hier sehr schöne Details. Diese Generatoren haben die Energie des Motors umgewandelt in Elektroenergie und damit wurde dieser Panzer angetrieben. Auch dieses wurde bedacht als Inneneinrichtung sehr schön gemacht. Und der nächste Spritzling. Auch hier sehen wir wieder sehr schön die detaillierten Tanks sowie die Verschlüsse für die Verzurrung. Weitere sehr schöne Details für den Innenausbau. Trittbleche, Bord-MG sowie wieder ein sehr schöner Riffelboden. Alles sehr schön. Sowie auch hier weitere detaillierte Funkbestandteile. Sehr schön. Als nächstes kommen wir zur Unterwanne. Auch hier sehr schön dargestellt die Wartungsluken sowie die Aufhängung für die einzelnen Laufrollen. Naja, für die Laufrollenaufhängung. Sehr schön gemacht. Dann haben wir hier schon einige Innenbereiche angedeutet. Auch hier. Auch von innen sehen wir auch einige Nieten. Sehr schön gemacht. Dann haben wir als nächstes noch den Aufbau.
des Turmes. Auch hier haben wir eine schöne grobe Struktur rundherum dargestellt. Schweißnähte sind ebenfalls dargestellt. Auch das würde ich sagen, ist dem Hersteller hervorragend gelungen. Ebenfalls im Innenbereich haben wir einige fein aufgegossene Leitungen. Auch dieses wiederum sehr schön. Dann habe ich gesagt, es liegen nicht nur Einzelgliedketten bei, sondern auch Vinylketten. Zwei Stück an der Zahl. Ich lasse diese aber verpackt. Ich hoffe, man kann es auch so erkennen. Auch diese haben eine sehr schöne Detaillierung. Auch der Guss ist sehr schön gemacht. Man sieht auf den ersten Blick zumindest keine Auswurfmarken vom Guss her. Also auch sehr schön. Genauso wie auch kein Grat zu erkennen ist. Weiter geht's. Dann haben wir eine weitere Besonderheit zu diesem Bausatz. Und zwar, der Hersteller hat sich gedacht, wir bauen eine Inneneinrichtung, aber wenn man sie nicht sieht, wäre das doch schade drum. Also haben wir hier tatsächlich Klarsichtteile, die die Inneneinrichtung dementsprechend auch zeigen. Wir haben Motorabdeckung sowie auch das Dach des Kasemattenaufbaus. Wenn ich mich nicht irre, sollte ich dieses falsch benannt haben, bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin leider nicht ganz so der Historiker in diesem Bereich. Muss mir da noch einiges anlesen. Aber wie gesagt, wir haben hier Motorabdeckung, alles in Klarsichtbereich, sodass wir von der Inneneinrichtung auch diverses sehen werden. Weiterhin liegt uns bei ein Kupferdraht zur Herstellung des Abschleppseils. Ich habe eben noch vergessen, diese mit zu erwähnen. Das sind noch weitere Ketten für den Strabokran. Dann haben wir, wie bereits erwähnt, Federn für die Radaufhängung, um auch diese beweglich darzustellen. Dann haben wir auch hier wiederum einen Satz Nassschiebebilder. Ich lasse diese auch erstmal verpackt. Diese sind sehr randscharf gedruckt. Sehr schön. So, und dann haben wir noch eine Besonderheit, weil bei diesem Bausatz, den ich gerade vorstelle, handelt es sich tatsächlich sogar um eine Erstauflage. Hier haben wir tatsächlich die gefertigte Mündungsbremse aus Metall sowie auch das Metallrohr. Sehr schön. Ja, liebe Freunde des Modellbaus, das war jetzt die Vorstellung des Ferdinand mit dem 16-Tonnen-Strabokran der Firma Musing Hobby. Der Ferdinand ist mit Full Interior ausgestattet. Die Erstauflage, ich wiederhole, die Erstauflage hat ein Metallrohr dabei. Was sehr schön ist, sind 54 Baustufen für den Ferdinand vorhanden, sowie 28 für den Strabokran. Weiterhin befinden sich Foto-Ätzteile dabei. Ich habe gerade gemerkt, ich habe noch die Foto-Ätzteile des Ferdinand vergessen zu erwähnen. Hier haben wir diese noch einmal als Übersicht. Auch diese sind sehr schön hergestellt. Dann haben wir 8 Dikel- und Bemalvorschläge für den Ferdinand dabei. Der Strabokran ist nur in einer Variante in Sandgelb dargestellt. Weitere Varianten kann man sich gerne selber noch einmal heraussuchen.
Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, empfehlt uns auch gerne weiter. Falls noch nicht, lasst auch gerne ein Abo da. Drückt dann auch bitte die Glocke, damit ihr auch über weitere Neuheiten von uns informiert werdet. Wie gesagt, empfehlt uns gerne weiter, auch an andere ein Abo dazulassen. Umso erfreulicher ist das Ganze für uns und auch für euch, dass ihr weiterhin Bausätze in der Vorstellung von uns sehen werdet. In der Videobeschreibung werde ich nochmal einen Link zum Shop setzen, sowie einen Link zur Seite ScaleMates, wo denn auch über Produkte oder wo man sich über Produkte des Aftermarket noch einmal schlau machen kann, was denn von anderen Herstellern eventuell noch an Zusatz- oder Zurüstteilen zu diesem Bausatz erscheint oder erschienen ist. Es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Auch gerne einen Daumen da lasst. Ihr dürft auch gerne einen Kommentar da lassen, wenn es sich dabei um konstruktive Kritik handelt, werden wir gerne schauen, ob wir etwas ändern können. Aber wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn es heißt Modellbau Hobbyshop, schaut rein. Bis dahin viel Spaß beim Bauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.